geheime Labore, tödliche Experimente, Menschenversuche im Schlagabtausch der Supermächte, die dunkelsten Geheimnisse des Kalten Krieges. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Willkommen, liebe Zuschauer. Es klingt wie ein Szenario aus einem gruseligen Science-Fiction-Film. Dressierte Killer, die mordend umherziehen, tödliche Keime, die sich unbemerkt verbreiten und ganze Landstriche verseuchen. All das gibt es wirklich. Es entstammt den Planspielen der Supermächte, die im Rüstungswahn des Kalten Krieges jede Chance nutzten, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ohne große Skrupel testeten sie insgeheim die Wirkung von Drogen und Giftstoffen an Gegnern und Gefangenen. Das nötige Know-how dafür kam auch von einem alten Feind. So manche Todesärzte aus den Nazi-Lagern setzten ihre grausamen Karrieren allzu oft in den Laboren mancher Siegermächte fort. Unser Autor Dirk Pohlmann zeigt zum ersten Mal die ganze Dimension dieses teuflischen Systems. 2. September 1945. Auf einem US-Schlachtschiff im Pazifik unterzeichnet Japans Außenminister Mamuro Shigemitsu die bedingungslose Kapitulation. Es ist das Ende eines mörderischen Krieges, der Millionen Opfer forderte. Der amerikanische General Douglas MacArthur in Siegerpose. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass Japan die Kapitulationsbedingungen vollständig, pünktlich und gewissenhaft erfüllt. Die Tinte ist noch nicht getrocknet, als ein neuer Konflikt die Welt beherrscht. Der Kalte Krieg zwischen Ost und West. Da erhalten die Amerikaner ein perfides Angebot. Japanische Biowaffenexperten offerieren der Siegermacht heimlich ihr Wissen. Im Gegenzug hoffen sie auf Straffreiheit ihrer Kriegsverbrechen. Der US-Geheimdienst ist für den Deal. Schließlich handele es sich um einzigartige Daten, die bei Experimenten mit Menschen, nicht mit Tieren, gewonnen wurden. Doch es gibt ein Problem. Die Sowjets planen ein Tribunal gegen japanische Biowaffenexperten. Was, wenn sie den Amerikanern die begehrten Forschungsergebnisse vor der Nase wegschnappen? Die Welt könnte auch erfahren, dass amerikanische Gefangene bei den Versuchen zu Tode kamen. Kriegsverbrechen, wie sie in den Nürnberger Ärzteprozessen 1946 geahndet wurden. Generalleutnant Shiro Ishii ist der Chef der berüchtigten Spezialeinheit 731. Sein Wissen über die Wirkung von Bio- und Chemiewaffen hat er aus Europa mitgebracht. Auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs waren sie massenhaft zum Einsatz gekommen, mit schlimmen Folgen für die Opfer. Er war zutiefst davon überzeugt, dass Bio- und Chemiewaffen Japan den Endsieg bringen würden. 1931 besetzen die Divisionen des Tenno die Mandschurei im Norden Chinas. Die Propaganda nennt es Akt der Befreiung. Tatsächlich geht es um Rohstoffe und Ackerflächen. Die kaiserlichen Truppen eilen von Sieg zu Sieg. Nach einem halben Jahr ist der größte Teil Ostchinas in ihrer Hand. Die Japaner gründen den Marionettenstaat Manchukuo und errichten ein Terrorregime. Die Besatzer halten die Chinesen für minderwertig. Grausame Übergriffe, wie später in ganz China, sind die Folge. In China konnten sie sich all das erlauben, was in Japan verboten war. Sie führten medizinische Versuche an der Zivilbevölkerung durch. Beliebig viele, wie es ihnen gerade passte. Manchukuo wird zum Experimentierfeld für General Ishiis Sondereinheit 731. Offiziell lautet ihr Auftrag Seuchenbekämpfung, in Wahrheit tut sie das Gegenteil. Das japanische Biowaffenprogramm wächst rasant, immer neue Einheiten kommen hinzu. Schließlich arbeiten 10.000 Japaner für das Mordkommando des Dr. Ishii.
In der Folge lässt der skrupellose Arzt eine Versuchsanstalt mit eigenem Zellentrakt errichten, Endstation für die Gefangenen. Ishiis Spezialisten führen an ihnen tödlich verlaufende Unterkühlungs- und Unterdruckversuche durch. Vor allem aber infizieren sie Menschen mit Seuchen und sezieren sie dann bei lebendigem Leib, ohne Betäubung. Denn die, so heißt es, würde die Ergebnisse verfälschen. Einer von Ishiis Militärärzten ist Ken Yuasa. Der 97-Jährige bedauert heute seine Taten zutiefst. Einer unserer Chefs kündigte an, dass wir etwas ganz Besonderes zu sehen bekämen. Dazu sollten wir ins Gefängnis kommen. Wir Ärzte, etwa 40 Mann, erschienen dort zur verabredeten Zeit. Zwei Männer hockten vor uns mit verbundenen Augen auf dem Boden. Auch die Beine waren gefesselt. Ein Zivilist, der für das Militär arbeitete, trat hervor. Er fragte, ob er jetzt mit der Prozedur beginnen sollte. Dann nahm er die Pistole und schoss zweimal in den Bauch der Gefangenen. Wir schleppten die Schwerverletzten in den Nebenraum. Unser Ausbilder befahl, die Gefangenen bei lebendigem Leibe, ohne Betäubung, zu operieren. Diese Übung diente vor allem dazu, Erfahrung beim Entfernen von Projektilen zu sammeln. Andere Ärzte übten Amputationen und wieder andere öffneten die Luftröhre des Gefangenen. Im Mai 1945 werden in Kyoto 8 Mann einer US-Bomberbesatzung bei vollem Bewusstsein seziert. Etwa 10.000 Menschen, darunter einige tausend Krankenschwestern und Sanitäter, waren an solchen Operationen beteiligt. Ich bin der Einzige, der davon erzählt. Die Spezialeinheit verfügt über ein eigenes Flugzeug, mit dem sie Biowaffen über Dörfern und Städten abwirft. Experimentiert wird mit Anthrax, Pest und Cholera. Nach Ausbruch der Krankheit untersuchen Militärärzte die Infizierten. Hunderttausende fallen den japanischen Menschenversuchen bis Kriegsende zum Opfer. Die Grausamkeit ist grenzenlos. Um die Wirkung von Keramikbomben mit Pestflöhen, Brand- und Splitterbomben zu erforschen, werden Gefangene in der Nähe des Abwurfs angekettet. Kurz vor Kriegsende befiehlt General Ishii, die noch lebenden Gefangenen zu liquidieren. Niemand soll erfahren, was geschehen ist. Sie versuchten es erst mit Giftgas. Das hat aber nicht richtig funktioniert. Dann nahmen sie Maschinenpistolen. Die Leichen wurden den Berichten zufolge wie bei einem Barbecue, das war der Ausdruck, der damals benutzt wurde, auf einem Rost im Garten verbrannt. Die Überreste warfen sie dann in den Fluss. Auch die Sprengung der Todesfabrik ist vorbereitet. Doch es gelingt nicht, die Anlage komplett zu zerstören. Ishiis Biowaffen richteten sich gegen Russland und die USA. Ballons hätten die tödliche Fracht bis an die amerikanische Westküste tragen sollen.
Kurz vor Kriegsende fallen den Amerikanern drei riesige U-Boote der Japaner in die Hand. Mit je drei Flugzeugen an Bord. Vom Bug der U-Boote aus sollten sie per Katapult starten und ihre Mission erfüllen, mit gefährlichen Biowaffen an Bord. Auf ihrer Liste standen auch die US-Truppen auf Saipan und die kalifornische Stadt San Diego. Die amerikanischen Geheimdienste hatten herausgefunden, was sie planten, und sandten eine Botschaft an das japanische Kriegskabinett. Passt auf, was ihr tut. Wir wissen, wo Hirohitos Bunker ist. Wir wissen auch, wo das Kriegskabinett sich aufhält. Wenn ihr unsere Soldaten mit Biowaffen angreift, werden wir euch pulverisieren. Bevor es soweit kommt, werfen die Amerikaner Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Japans Verbündeter Hitler-Deutschland hat da bereits kapituliert. 1946 stehen 23 NS-Ärzte und Wissenschaftler in Nürnberg vor Gericht. Sieben Angeklagte werden zum Tode verurteilt, fünf zu lebenslangen Haftstrafen. Ihr Verbrechen: grausame Experimente an KZ-Häftlingen. Sie testeten unter anderem, wie lange ein Mensch in Eiswasser überlebt, wie Gifte wirken und wann der Höhentod eintritt. Besonders gefürchtet Josef Mengele, Lagerarzt im Konzentrationslager Auschwitz, der Gifte nach Belieben injizierte, ein Sadist und Massenmörder. Ein Perverser, der die Tätowierungen seiner Opfer sammelte und Schrumpfköpfe anfertigen ließ. Mengeles bevorzugte Opfer: Zwillinge, Zwerge, Sinti und Roma. Tausende sterben bei seinen Experimenten zur Zwillingsforschung, zu Wachstumsanomalien und Sterilisationspraktiken. Die wenigen Überlebenden wissen bis heute nicht, welche Substanzen ihnen verabreicht wurden. Im KZ Dachau stecken Mediziner sowjetische Kriegsgefangene in Unterdruckkammern, in denen sie elendig sterben. Mitleid? Fehlanzeige. In Nürnberg werden die Täter vor Gericht gestellt und verurteilt, doch es sind bei weitem nicht alle. Wie in Japan gehen auch in Deutschland einige Ärzte trotz der Schwere ihrer Verbrechen straffrei aus, weil sie sich in den Dienst der Alliierten stellen. So können sie unbehelligt weiterforschen und praktizieren. Dableiben ist Josef Mengele zu riskant. Er flieht mit falscher Identität nach Südamerika, während der US-Geheimdienst den Deal mit den japanischen Biowaffenexperten besiegelt. Mengele wird sich zeitlebens verstecken. Sein japanischer Kollege General Ishii macht nach Übergabe seiner Versuchsauswertungen weiter Karriere.
Der schmutzige Deal kann 40 Jahre lang geheim gehalten werden. 1950, mit dem Ausbruch des Koreakriegs, dem ersten Stellvertreterkrieg der Supermächte, kommt General Ishii wieder ins Spiel. Es heißt, die USA hätten damals den Einsatz von Atom- und Biowaffen erwogen. Doch haben sie wirklich Biokampfstoffe aus Ishiis Giftschrank über Nordkorea abgeworfen, wie manche behaupten? Die USA bestreiten das vehement und sprechen von einer gezielten Desinformationskampagne. Es gab einige Zeugen, die behaupteten, dass Ishii nach dem Zweiten Weltkrieg erst in die USA und von dort weiter nach Korea geflogen sei, um beim Einsatz von biologischen Waffen zu helfen. Den Lohn für seine Expertentätigkeit soll er an die ehemaligen Mitarbeiter der Einheit 731 verteilt haben. Damit erkaufte er sich ihr Schweigen. Eine internationale Untersuchungskommission soll die Vorwürfe gegen die USA prüfen. Im Grenzgebiet zu Nordkorea entdeckt sie die gleichen Insekten- und Bakterienstämme, mit denen General Ishii schon in China experimentierte. Tiere, die in China normalerweise nicht vorkommen. Obwohl 1998 in Russland Unterlagen gefunden werden, die eine kommunistische Desinformationskampagne gegen die USA belegen, halten viele Experten die Indizienlage gegen die USA für ausreichend. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sowohl die Bauweise der Bomben, die man in Korea fand, als auch die dort aufgetauchten Insekten, die mit Bakterien infiziert waren, aus dem Labor von General Ishiis Einheit 731 stammten. Man muss also davon ausgehen, dass die amerikanischen Streitkräfte biologische Waffen im Koreakrieg eingesetzt haben. Die Kommission befragt Koreaner, die gesehen haben wollen, wie Kartons, Kanister, Federn und massenweise Insekten aus US-Flugzeugen geworfen wurden. Sie vernimmt auch US-Piloten, die in nordkoreanischer Haft eingestehen, Biowaffen transportiert zu haben. Zurück in den USA werden sie jedoch ihre Aussage widerrufen. Die zweite Instruktion wurde uns in K-46 erteilt, dem vorgeschobenen Flugplatz der 18. Jagdgruppe in Korea. Das war am 22. Januar 1952. In dem Vortrag wurde ausführlich über Biowaffen gesprochen, die wir bei unserem Einsatz etwa 2 Stunden später abwerfen sollten. Was dann noch kam, war der Einsatzbefehl. Offizier O'Neill, die Chinesen behaupten, dass sie die Teilnahme an angeblichen Biowaffenangriffen auf Nordkorea gestanden haben. Möchten Sie zu den Anschuldigungen Stellung nehmen? Das will ich auf jeden Fall. Ich möchte klarstellen, dass diese Anschuldigungen falsch und absurd sind. Ich habe tatsächlich ein Geständnis bezüglich biologischer Kriegsführung unterschrieben, aber das war gelogen. Mit Zwangsmethoden erpresst von diesen chinesischen Kommunisten. Ich habe darin absichtlich so viel Falsches und Lächerliches wie irgend möglich behauptet. Ein Verwirrspiel. Im Koreakrieg wird eine ganze Reihe verstörender Geständnisse abgelegt. Die CIA vermutet, dass die Feinde sie den Gefangenen mit Hilfe von Verhördrogen entlocken. Haben die Kommunisten etwa einen Vorsprung bei der Entwicklung von Psychodrogen? Und woher stammt ihr Wissen? Das zu klären, ist Aufgabe des Geheimdienstes. Der neue CIA-Chef macht Drogen- und Bewusstseinskontrolle zur Chefsache. Joseph Douglas hat während des Kalten Krieges als Sicherheitsberater für verschiedene Regierungsstellen gearbeitet.
Etwa drei Wochen, nachdem Alan Dulles zum CIA-Direktor ernannt war, hielt er eine Rede über den Psychokrieg. Er sprach über eine neue Phase des Kalten Krieges und darüber, dass die Sowjets an der Entwicklung von Drogen arbeiteten, die Leute agieren ließen, als ob sie von einer fremden Macht ferngesteuert wären. Dass wir nicht angemessen darauf reagieren würden, weil wir diese Methoden missbilligen und uns damit eigentlich nicht befassen wollen. Das gehe sogar so weit, dass man sich nicht einmal eingestehen wolle, dass es das tatsächlich gibt. Ein neues Kapitel in der Kriegsführung mit Chemiewaffen. In Korea sind damals auch Europäer am Werk. Die Tschechen unterhalten dort ein Feldlazarett, angeblich aus humanitären Gründen. Tatsächlich proben sie als treue Vasallen der Sowjetunion für den Dritten Weltkrieg. ...1968 läuft der tschechische General Jan Sena in den Westen über. Der höchste Militär, der jemals aus dem Warschauer Pakt geflohen ist. Er behauptet, die Tschechen hätten im Auftrag der Sowjets mit Kriegsgefangenen experimentiert. Der letzte noch lebende Arzt des Hospitals nimmt zu den Vorwürfen Stellung. Das ist frei erfunden. Solche Lügen hat es immer gegeben. Das war doch alles nur zum Besten der Patienten, kann man sagen. Ein Originalfoto des Hospitals. Einige der Ärzte begehen später Selbstmord. Wen hat Dr. Eiselt dort behandelt? Es waren Leute aus dem Gefängnis, einfache Verbrecher, die sich verletzt hatten. Ich selbst habe einige operiert. Es waren Diebe, Mörder, solche Leute. Joseph Douglas hat den Tschechen Jan Sena unmittelbar nach seiner Flucht dazu befragt. Schockierende Bekenntnisse. Sie haben all diese Operationen ohne Betäubung gemacht. Sie amputierten Gliedmaßen und beobachteten, wie lange es dauerte, bis die Gefangenen tot waren. Der Überläufer Sena behauptet ferner, dass auch viele amerikanische Kriegsgefangene bei den Experimenten mit Biowaffen, Drogen und Radioaktivität getötet wurden. Bohumil Eiselt dementiert. Es gab dort doch gar keine Amerikaner unter den Soldaten. Das waren alles andere Nationalitäten. Schwarze, was weiß ich woher. Verschiedene Arten Schwarze. Tatsächlich hat die Tschechoslowakei einiges an Erfahrung mit chemischen Kampfstoffen und Verhördrogen wie Meskalin gesammelt. Und das bereits vor dem Zweiten Weltkrieg. Sicher ist auch, nach der kommunistischen Machtübernahme 1948 werden Drogen und Gifte von der tschechoslowakischen Staatssicherheit gegen Regimegegner im eigenen Land eingesetzt. In Prag gibt es ein geheimes Labor, das Psychosubstanzen für den tschechischen Geheimdienst STB erprobt. Das Gegenstück zum berüchtigten Labor 12 in Moskau. Gegründet wurde es 1921 während des russischen Bürgerkriegs. In der sogenannten Kammer des KGB soll mit Dieben und Mördern experimentiert worden sein, jahrzehntelang. Vadim Bierstein hat die Geschichte erforscht. Die Entscheidung darüber, dass man mit Menschen experimentierte, wurde natürlich auf der obersten Ebene getroffen, im Politbüro.
Sowjetische Wissenschaftler sollen den Geheimdienst KGB mit tödlichen Giften beliefern. Es wurden nur zum Tode Verurteilte ausgesucht. In ihren Augen war das eine sinnvolle Nutzung dieses Materials. In Labor 12 werden Staatsfeinde, aber auch deutsche Kriegsgefangene getötet. In den Akten finden sich auch Rechtfertigungen der Täter. Sie hatten alle ihre Entschuldigungen. Zum Beispiel, es war nötig. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Das waren doch keine Menschen, sondern Tiere. Zur Vernichtung freigegeben. Der Staat wollte sie doch vernichten. Es war doch egal, ob man sie erschießt oder vergiftet. Das Labor wird mehrmals offiziell geschlossen, dann umbenannt und unter neuem Namen weitergeführt. Alexander Litwinenko gilt als Opfer der Experten von Labor 12. Er stirbt an einer Vergiftung mit radioaktivem Polonium-210, das man ihm in den Tee mischte. Georgi Markov, einem bulgarischen Exilanten, wird in London mit einem speziell dafür entwickelten Regenschirm eine winzige Giftkapsel injiziert. Und Kardinal Mincenti wird 1956 in Ungarn so lange mit Drogen gefoltert, bis er alles gesteht, was ihm vorgeworfen wird. Bei den stalinistischen Schauprozessen sorgen die Drogen aus den Geheimdienstlabors dafür, dass die Angeklagten alles gestehen, was ihnen vorgeworfen wird. Einige sterben bald darauf in der Haft, etwa an Herzversagen. Emil Svetsch wird wegen Spionage zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt und mit Drogen gefügig gemacht. Ich bemerkte, dass etwas Merkwürdiges mit mir geschah. Bei den Fragen ließ meine Konzentration nach. Als erstes wurde alles irgendwie trüb und traurig und aussichtslos. Dann kam auch noch Desorientierung dazu. Ich habe angefangen zu weinen. Die Tränen liefen mir übers Gesicht. Und die stellten mir Fragen. Wer, wo, wie und so weiter. Ich weiß nicht, was ich denen erzählt habe. Diesen Zustand zu erleben, das ist ein absoluter Albtraum, der plötzlich real wird. Damit kommt man nicht zurecht. Es ist eine Persönlichkeitsspaltung. Sie wissen nicht, wie das alles weitergehen soll oder kann. Ich habe bei den Antworten vermutlich alles durcheinander gebracht, sodass ihr Verhör nutzlos war. Sie riefen dann irgendeine Genossin, die eine Pille brachte. Ich weiß nicht, ob das Kaffee war, aber ich habe das trinken müssen. Auf jeden Fall ließ die Wirkung schnell nach. Neben den Versuchen mit Psychopharmaka experimentieren beide Supermächte mit radioaktiver Strahlung. Die Amerikaner haben dabei einen Vorsprung. So setzen die US-Streitkräfte ihre eigenen Soldaten bewusst radioaktiver Strahlung aus, um die Folgen zu erforschen. Im Rahmen der Atomtests werden auch Zivilisten untersucht, die in der Nähe der Abwurfstelle leben. Die Wissenschaftler des US-Militärs interessieren sich vor allem für die Menschen, die in Windrichtung des Fallouts wohnen. Der Kalte Krieg fordert seine Opfer, auch in der eigenen Heimat. Ähnlich rücksichtslos verfährt das sowjetische Militär. Bei den Atombombenversuchen von Totskoje werden 45.000 Soldaten und Häftlinge im Dienst der Militärwissenschaft verstrahlt.
Wahrscheinlich sterben dabei Tausende. Sofort oder an den Spätfolgen. Der Atomtest soll geheim bleiben. Die Unterlagen darüber werden später vernichtet oder gefälscht. Der tschechische General Senja berichtet über ein besonders grausames Nuklearwaffenexperiment an Menschen. Was er Joseph Douglas erzählt, bleibt bis zu einer Senatsanhörung 1992 geheim. It was the Soviets using Die Sowjets nutzten Gefangene, politische Gefangene, am liebsten aber ungarische Aufständische und US-Kriegsgefangene als Versuchsobjekte, um die Wirkung von Nuklearwaffen zu erforschen. Strahlung, Hitze, Schockwelle, alles mit echten Explosionen. The whole thing, the real explosion. Sie ketteten die Männer in gleichmäßigen Abständen vom Epizentrum aus gesehen an, sodass sie die Strahlenschäden je nach Entfernung festhalten konnten. Der Überläufer Senja berichtet Joseph Cotton auch von einem Experiment, das die Sowjets dem tschechischen Generalstab in Filmaufnahmen zeigten. Das reichte von Menschen, die sofort verbrannten, bis zu denen, die am weitesten weg waren. Die waren benommen, taumelten, krümmten sich vor Schmerzen. Sie hatten nicht mehr lange zu leben. Er sagte, es war das Abscheulichste, was er in seinem ganzen Leben gesehen hatte. The most revolting thing that they had ever seen any place. Wenige Jahre später haben die Sowjets die Amerikaner in der Nuklearwaffenentwicklung eingeholt. But by 1965, it became evident to all of them. Seit 1965 wurde immer klarer, dass Chemie und Biowaffen, Psychopharmaka und Drogen viel wichtiger waren als Nuklearwaffen, weil man sie einsetzen konnte, ohne gleich die ganze Welt zu zerstören. Because they could be used without destroying the world. Die Experten für diese Waffen sitzen hinter dem eisernen Vorhang, vor allem in der Tschechoslowakei. Hier ein wissenschaftlicher Versuch mit LSD, akribisch dokumentiert. Látka začíná působit až po určité době. Zatím si uděláme záznam mozkové činnosti před pokusem. Zavřete oči. Otevřete oči. Nechcete přerušit pokus? Auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs erforschen Militärs und Geheimdienste eine immer größer werdende Palette an chemischen Kampfstoffen, von denen einige heute als Drogen oder Psychopharmaka bezeichnet werden. Die Tschechen experimentieren wie Briten und Amerikaner mit LSD und filmen die Versuche. Hier sollen Offiziere des Generalstabs zeigen, ob sie auch noch unter LSD-Einfluss vernünftige Entscheidungen treffen können. Das ist offenbar nicht der Fall. Mit geringen Mengen LSD im Trinkwasser könnte man also ganze Raketenbataillone ausschalten. Eine wichtige Erkenntnis für die Militärs. Experten vermuten, dass der weltgrößte Produzent von LSD in diesen Jahren die Tschechoslowakei ist. Drogen sind damals ein fester und entscheidender Bestandteil der kommunistischen Militärstrategie, behauptet General Senja, der von entsprechenden Aussagen von Chruschtschow weiß. Täuschung und Drogen sind, so Chruschtschow, die wichtigsten Waffen im Krieg gegen den Kapitalismus. Erst wenn beide zum Einsatz gekommen sind, werden unsere Panzer rollen. Damit kritisierte er Marschall Malinowski, der die Panzer sofort einsetzen wollte. Chruschtschow aber sagte, nein, Marschall, für dich ist heute wichtig. Für mich ist morgen ausreichend. Im Auftrag der Sowjets entwickeln die Tschechen immer neue Drogen. Angsterregende Stoffe, schmerzerzeugende Substanzen, Drogen, die vertrauensselig, aggressiv oder gesprächig machen.
General Senja behauptet, dass diese Substanzen auch ausländischen Diplomaten ins Essen gemischt wurden. In diesem tschechischen Film geht es um die Wirkung von LSD. Auch Kleinkinder gehören zu den Probanden. Die Psychosubstanzen treiben einige der Versuchspersonen in den Wahnsinn. Dennoch sind die US-Militärs und der Geheimdienst CIA vom militärischen Potenzial der Drogen fasziniert. Auch sie experimentieren mit LSD. Vor allem interessieren sie sich dafür, was es bei Menschen anrichtet, die nicht wissen, dass sie unter Drogeneinfluss stehen. And in the VA hospital in Topeka, Kansas, a special research program for alcoholics. Die CIA erstellt eine Liste mit den nötigen Substanzen und der erwünschten Wirkung. Bewusstseinskontrolle, das Vortäuschen von Krankheiten, gefügig machen von Gefangenen im Verhör und das Löschen von Erinnerungen. Auch die Sowjets verfügen über eine solche Liste. Sie stimmt mit der CIA-Liste fast in allen Punkten überein. Unglaublich. Die USA gehen heute relativ offen mit den Versuchen der Vergangenheit um. Während im ehemaligen Ostblock noch immer alles streng geheim ist, haben die Amerikaner ihre Archive wenigstens teilweise geöffnet. Erstaunliche Filmdokumente geben Einblicke in das dunkle Kapitel des Kalten Krieges. Amerikanische Soldaten bei der freiwilligen Einnahme von Drogen. Doch es gibt auch Experimente, die nicht gefilmt wurden. Versuche mit Patienten in psychiatrischen Kliniken. Die CIA hat zahllose Versuche an Menschen durchgeführt, die sehr schädlich waren. Experimente wie dieses zum Sinnesentzug. Keine Sinne zu erleben, kann zu Halluzinationen und Wahnsinn führen. Berichte zeugen von Menschenversuchen mit tödlichem Ausgang. Die meisten Unterlagen dazu hat die CIA vernichtet. Niemand will das aufklären, weder der Geheimdienst noch die Regierung. Was dabei herauskäme, wären Kriegsverbrechen, vermutlich Mord. Insgesamt kein gutes Bild der USA. Es gibt Gehirnoperationen im Auftrag der CIA, mit denen das Bewusstsein infiltriert werden soll. Sobald die Elektroden das Gehirn berühren, ist es, als ob ein Tonband oder ein Kurzfilm abläuft. Es ist ein ganz spezielles Erlebnis. Ich habe das Gefühl, das alles schon einmal erlebt zu haben. Ich kann sie sehen. Sie lachen. Meine Freunde. Wir sind zusammen im Haus in Südafrika. Meine alten Freunde. Das Ziel solcher Experimente ist, Selbstmordattentäter zu programmieren, die nicht wissen, dass sie Attentäter sind. Die Wissenschaftler experimentieren dabei nur ungern mit Affen oder anderen Tieren. Nicht aus Gründen des Tierschutzes, sondern weil sie wissen, dass man nur mit Menschen aussagekräftige Ergebnisse erzielen kann. Die idealen Versuchsobjekte sind für die Militärs Gefangene der feindlichen Streitkräfte, auch wenn das gegen internationales Recht verstößt.
In den USA sucht das Militär ersatzweise Freiwillige, die sich zu Versuchszwecken mit Anthrax, Pest und Tularemie infizieren lassen. Während des Vietnamkrieges gibt es eine Art Abkommen mit einer der protestantischen Kirchen, den Siebener-Tags-Adventisten. Wer an den Versuchen teilnimmt, darf den Dienst mit der Waffe verweigern. In einer speziellen Versuchseinrichtung werden die Kriegsdienstverweigerer Biokampfstoffen ausgesetzt und anschließend medizinisch behandelt. Das US-Militär betrachtet das bis heute als Modellfall eines ethisch einwandfreien Menschenexperiments. Überzeugt davon, dass vergleichbare Versuche auch in der Sowjetunion stattfanden. An potenziellen Opfern mangelte es jedenfalls nicht. Im Verhör berichtet General Senja auch von Drogenexperimenten an amerikanischen Soldaten, die in Vietnam in Gefangenschaft geraten waren und heimlich zu Versuchszwecken in die Tschechoslowakei gebracht wurden. In dieser Prager Geheimdienstvilla sollen US-Soldaten inhaftiert gewesen sein. Er hat gesehen, wie die Amerikaner aus den Flugzeugen stiegen. Das waren keine John Waynes. Sie stolperten herum, standen offenbar unter Drogen und hatten keine Ahnung, wo sie waren oder was mit ihnen geschehen würde. Der Zusammenbruch der kommunistischen Staaten hat die ehemaligen Feinde zusammenrücken lassen. Viele ehemalige Ostblockstaaten, darunter auch Tschechien und die Slowakei, sind jetzt Mitglieder der Europäischen Union und der NATO. Ihr Expertenwissen über Drogen, Bio- und Chemiewaffen steht jetzt auch dem Westen offen. Segen oder Fluch? Im ersten Golfkrieg 1991 sind tschechische Experten für Chemiewaffen vor Ort, um die Amerikaner zu unterstützen. Niemand hat mehr Erfahrung im Umgang mit arabischen Chemiewaffen als Russen und Tschechen. Die Entwicklung von Kampfstoffen, militärischen Verhördrogen und sogenannten nicht-tödlichen Waffen wird weitergehen. Auf allen Seiten. Die Geheimdienstleute glauben, dass sie Götter sind und dass alles, was sie tun, zum Besten des Staates ist. Das ist immer noch so. Diese Einstellung haben sie bis heute. Manche Relikte aus dem wohl dunkelsten Kapitel des Kalten Krieges haben überdauert. In amerikanischen und russischen Archiven lagern bis heute Präparate von Menschen und Tieren, verstrahlt und vergiftet. Im Namen der Wissenschaft.